Ja, moin, hier der Mats und willkommen zu einem neuen Waffenreview auf Benjo für Timo. Heute wird's hier um die M4-1 Liberty gehen und viel Spaß beim Review. So, fangen wir wie gewohnt mit Punkt 1 an, nämlich dem Aussehen. Kurz vorab möchte ich sagen, dass die M4A1 Liberty vor ein paar Jahren mal rausgekommen ist. Man konnte sie im Coupon-Market, so gesagt, halt erhalten für 30 Tage. Es hat 30 Coupons gekostet. Nach einiger Zeit wurde sie halt dann rausgenommen. Und jetzt kann man sie halt wieder für kurze Zeit gewinnen, halt ein beim Spin the Reel für einen Tag. Und ja, also meiner Meinung nach ist es halt eine Sonderanfertigung, weil man sie halt in den anderen Crossfire-Versionen, China, Philippinen, Russen, was auch immer, halt dann nicht findet. Und ja, das war bestimmt schon teuer. So eine Sonderanfertigung kostet ja auch was. Ja, aber fangen wir halt jetzt ganz normal mit dem Aussehen an. Das Aussehen gefällt mir persönlich sehr gut, da ich so eine M4 noch nie gesehen habe. Vor allem die ist halt mit der amerikanischen Flagge überzogen, oben links, also halt ja hinten, sagen wir, hinten am Teil der Waffe sieht man die Sterne, unten am Magazin halt rot-weiße Striche, wie man das so von der amerikanischen Flagge kennt. Vorne der Silencer ist halt ja blau mit einem roten und ja mit einem roten Ende, sage ich mal so, am Anfang. Ja, weiß, blau, rot, rote Töne. Das gefällt mir im Großen und Ganzen sehr gut. Ich werde euch nochmal hier einen kleinen Screenshot so einblenden, da, ja, ihr werdet sie schon so im Game zwar auch sehen, aber ich möchte euch die halt nochmal ganz einblenden, damit ihr sie komplett mal auf dem Bildschirm habt. Und ja, so viel wär's zum Aussehen. Also sie haben sich da wohl sehr viel Mühe gegeben. Sonderanfertigung gefällt mir sehr gut. Kommen wir aber mal zu Punkt 2, nämlich der Power. Ich vergleiche mal so die M4 Liberty mit der normalen M4 und vom Damage ändert sich da nichts. Nö, einfach gar nichts. Da ändert sich jetzt nur, also die Bullets ändern sich, also die Schüsse und halt, ja, wie schnell das Magazin geleert wird, ja. Bei der M4 dauert das nur 2,9 Sekunden und bei der M4 Liberty dauert das 3,4 Sekunden, also es dauert bei der M4 Liberty länger. Und fangen wir doch aber einfach mal mit der Power an bei der M4 Liberty. Nämlich macht sie auf kurze Distanz in die Hand und den Arm 30 Damage, in den Fuß 21 Damage, in den Rücken 36 Damage und One-Hit-Headshot. Auf mittlere Distanz macht sie in die Hand 30 Damage, in den Fuß 21 Damage, in den Rücken 35 Damage, in Kopf One-Hit-Headshot. Auf längere Distanz macht sie in die Hand 29 Damage, in den Fuß 20 Damage, in den Rücken 35 Damage und One-Hit-Headshot. Ja, ich werde es mal hier nochmal einblenden. Vergleich mit der M4 normal. Ja, blende ich euch auch mal ein. Ist zwar jetzt nicht so groß, eigentlich fast gar nicht, aber ich blende es mal einfach ein. Ne? Und ja, das war es eigentlich zur Power. Aber nicht vergessen, dass es keine hundertprozentige Wallbang-Waffe ist. Ne? Das ist einfach eine normale M4, die halt nicht 100% Wallbang hat. Schon aber bei Punkt 3 angelangt jetzt, der Accuracy, nämlich bei der Accuracy von allen M4s, meines Erachtens, ist da jetzt nicht so ein großer Unterschied, weil die Genauigkeit der Waffe, von also die M4 Liberty, ist sehr genau, man kann auf weitere Distanz sehr gut damit treffen, und sowohl auch auf kurze, ne? Bewegung, ja, das ist halt nicht schwer mit ihr zu treffen. Das ist, als ob man mit einer normalen M4 spielen würde, ja, bloß halt mit Silencer. Und von der Genauigkeit ändert sich da recht wenig. Wenn man das halt jetzt auch mit der AK vergleicht, mit der AK muss man sich ja erstmal so, sagen wir mal, einspielen. Sie kann genau sein auch, ja, aber ja, man muss es halt selbst mal erfahren haben, wie man halt, ja, wie das so ist, mit der zu spielen, ne, aber ja, sie ist schon ziemlich genau und empfehlenswert.
Kommen wir doch schon zum vierten Punkt, nämlich dem Recoil. Ja, der Recoil der M4 Liberty ist ja das bekannte T-Spray und das kennen wir von allen anderen M4-Sorten ebenfalls. Ich werde euch hier einen Abschnitt einblenden, wo ihr das nochmal bildlich dargestellt bekommt, ja, wie das aussieht in-game. Ja, das geht so drei Schüsse nach oben, also ein bisschen nach oben und dann schwingt es so von links nach rechts, also so, das ist dann so ein T-Zeichen und den Recoil kann man ganz leicht beherrschen, also kontrollieren, meine ich damit halt. Und ja, nach paar Games, sagen wir, wenn man noch nie mit der M4 gespielt hat, hoffe ich aber, dass jeder mal mit der gespielt hat, ja, dann wird man, ja, dann ist man halt, ja, ist gut die Waffe, ne? Ist leicht zu kontrollieren, gute Anfängerwaffe und ja, im Großen und Ganzen ist er gut. Schließen wir aber mit dem Punkt Recoil ab und kommen zu Punkt 5 der Automatik der Waffe. Ja, zur Automatik gibt es hier nicht viel zu sagen, 10 Schüsse pro Sekunde. Ja, das ist so wie bei allen anderen M4-Sorten ebenfalls. 10 Schüsse pro Sekunde sind ganz normal. Und damit wär's das ja auch, denke ich mal, bei der Automatik. Und komm einfach jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zum Gewicht. Das ist der sechste Punkt. Und ja, die Waffe ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und ja, man kann taktisch sehr gut mit ihr agieren, ist sehr fix unterwegs. Aber meistens switcht man sowieso zum Knife. Sie ist halt nicht schwer, man kann gut mit ihr im Game, in-game umgehen und man kommt schnell von Punkt A zu Punkt B. Ja, somit ist es kein Problem jetzt hier mit dem Gewicht. Der Unterschied zwischen der AK und der M4 ist ja nicht so groß. Also das sind nur kleine Zahlen von Sek Millisekunden, sage ich mal so, ja. Die sind fast genauso beide schwer und ja, das ist. Die M4 Liberty ist genauso schwer wie alle anderen M4-Sorten. Kenne ich jetzt keine M4-Sorte, die leichter ist. Und damit wäre es auch mit diesem Punkt. Schon sind wir bei Punkt 7 angelangt, nämlich der Munition. Ja, zur Munition. Im Magazin hat man 35 Schüsse. Insgesamt die Schüsse, die man verballern kann, sind 240. Und wem das zu wenig ist, den empfehle ich einfach mal Magazin Mag zu holen, also so ein Rifle Mag im Item Shop. Kostet nicht viel, hat man mehr Schüsse von und das wird auch reichen für eine Runde, sage ich mal so. Und für Team Deathmatch ist es jetzt was anderes, aber das reicht immer von den Schüssen immer ganz gut. Und zum Vergleich der normalen M4, ich sag mal so, alle erweiterten M4s haben natürlich mehr Schüsse. Und ja, die normale M4 hat halt 30 zu 90. Und die hat halt 35 zu 105, wie wir das bei den meisten Rifles kennen, wenn sie erweitert sind. Also von der Munition hätte man jetzt hier kein Problem und finde ich halt ganz akzeptabel. So, unser letzter Punkt des Reviews ist nämlich der Preis. Wie bekommen wir sie? Wie am Anfang schon vom Video gesagt, hat man sie damals im Black Market für Coupons bekommen. 30 Coupons, 30 Tage, sehr akzeptabel. Es gab ein paar Leute, ja, gab mal ein paar Leute, die sie halt für ein paar hundert Tage gekauft haben. Einer wurde mal genannt, hier im letzten Let's Spin, könnt ihr euch nochmal anschauen. Der hatte die bis Anfang 2013, also diesem Jahr, noch, dann ist sie abgelaufen. Und ja, die kann man jetzt zurzeit noch bekommen beim Spin the Real Event, ja. Für einen Tag, wenn man Glück hat. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie man sie bekommen könnte, eigentlich gar nicht, sondern nur bei solchen kleinen Events. Also hofft einfach mal, falls ihr sie jetzt nicht gewonnen habt, dass beim nächsten oder in irgendwie viel Events da auch die mal wieder zum Gewinn rauskommt oder sowas wie einloggen und dann bekommt man die. Ja, ansonsten geht das halt nicht anders. Jo, wir sind schon hier bei meinem Schlusswort angelangt, ja. Und im Großen und Ganzen ist diese Waffe eine sehr tolle Waffe, ja, die je rausgebracht wurde. Und vom Design technisch, ja, Power und so kennen wir ja schon, aber halt so eine Waffe sieht schon ziemlich cool aus, sage ich mal. Und ja, bloß schade, dass man sie halt nur für kurze Zeit bekommen kann, weil ich hätte sie gerne perma, weil sie mir einfach gefällt, ja. Bloß halt in diesen kurzen kleinen Events kann man sie ja wieder mal so an die alten Zeiten so ein bisschen erinnern, ne, wo man sie damals noch für längere Zeit holen konnte. Ja, das war es aber auch zu der M4 Liberty, wie gesagt. Und vergiss aber nicht, das Video positiv oder negativ zu bewerten.
Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge sind gerne gesehen. Und ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat und verabschiede mich hier damit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.